Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge haben wir ja gesagt, dass wir doch spontan hier oben in Vulkvasten bleiben, das heißt hier oben in Malabaltor. So wenig Zeit. Genau, das stimmt, deswegen legen wir jetzt mal ganz schnell los und reden mit... Und sie kaufen sie. Ein wahrer Wandler ist das. Bataba. Ah, Bataba hat euch nicht kommen hören. Zu beschäftigt. Hilft der Ladenbesitzerin, ihre Waren zu organisieren. So, organisiert. Jetzt. Und, Bellarata ist schön zu dieser Jahreszeit, nicht wahr? Bellarata? Ja, ja. Eine Aireiden-Ruine. Nicht weit von hier. Neu geöffnet. Geht nach Yazugur und ihr könnt Bellarata gar nicht übersehen. Sehr, malerisch zu dieser Jahreszeit. Wenn ihr euch beeilt, bekommt ihr von Jurakdar vielleicht sogar noch eine Führung, ja? Neu eröffnet? Ja, zumindest erzählt Jurakdar das allen. Er verkauft Artefakte aus geheimen Orten. Sehr geheim. Ihr solltet euch sputen. Sie gehen weg wie heißes Konfekt bei Vollmond. Kommt nicht zu spät. Ich gehe der Sache nach. Ja, jetzt muss ich allerdings erstmal eben schauen, wo wir jetzt eigentlich hin sollen, weil die führt uns anscheinend komplett woanders. Ach, da unten. Oh Gott, da muss ich tatsächlich das ganze Stück jetzt runter. Ich wollte eigentlich hier oben eine Quest machen, aber naja. Hat dann wohl doch nicht sollen sein. Bin ich jetzt hier noch auf dem richtigen Weg, weil da vertut man sich leicht. Ja, genauso wie ich es jetzt auch gerade getan habe. Ich hätte nämlich eins weiter erst runter gemusst. So, hier kommen wir dann nämlich über diese Brücke. Und dann kommen wir Richtung richtiger Wegschrein. Jetzt bin ich mich nur gerade am Fragen, ob das die Quest ist, die ich denke. Weil wenn ja, müssen wir... hier etwa runter. Ja, das scheint das zu sein. Angst umschließt meine Herzen. Hallöchen. Jurakdar weiß manchmal nicht, warum er sich bemüht. Artefakte sind alt. Dieser garantiert nicht für ihre Wirksamkeit. Was ist euer Geheimnis? Geheimnis? Jurakdar ist ein Händler, mehr nicht. Ich verkaufe Dinge, ihr kauft sie. So ist der Lauf der Dinge. Zumindest sollte er das sein. Manche Leute sind anderer Meinung. Woher kommen eure Waren? Es heißt, niemand könnte nach Bellarata hineingelangen. Aber Jurakdar ist besser als alle anderen. Warum sollte es eine Tür geben, die nirgendwo hinführt, ja? Ihr wollt jemanden draußen halten? Dann baut eine Wand... und keine Tür. Hat er nicht ganz Unrecht. Könnt ihr mir die Tür zeigen? Ha! Selbst wenn ich es euch zeigen wollte, könnte ich es nicht. Diese Leute, sie belästigen mich Tag und Nacht. Ihr Gejammer findet einfach kein Ende. Bringt sie dazu, mich in Ruhe zu lassen. Dann, vielleicht, werde ich es euch zeigen. Wir sind im Geschäft. Viel Glück. Ihr werdet es brauchen. Die Mähne selbst könnte sie nicht vertreiben, weder die Mähne noch ihre Armeen. Diese verstehen Riddeltar nicht und halten sich nicht an ihn. Wer ist die Mähne? Die Mähne ist und wird es auf immer da bleiben, unser spiritueller Anführer. Die Khajiit mögen weite Reisen unternehmen und an fernen Orten leben, doch tief in unserem Innern werden wir stets von der Mähne und Riddeltar geleitet. Riddeltar? Riddeltar entsendet uns auf unseren Weg lange, bevor wir unsere Milchnamen kennen oder unseren ersten Atemzug tun. Die erste Mähne enthüllte uns die Existenz von Riddeltar und wir bewahren uns seine Offenbarungen dicht am Herzen. Ja, dann lasse ich mich noch mal eben reparieren. Ja, ja, wir sind alle beleidigt. Hab ich doch gar nicht gesagt. Dies würde in Somersand nie passieren.
Wo ist ein Justiziar, wenn man einen braucht? Was stimmt nicht? Diese Katze da drüben hat mir einen Stab verkauft. Sie sagte, er wäre noch älter als die Ruinen selbst. Nun, er war alt, das stimmt schon. Er fiel mir in den Händen auseinander, als ich nicht mal eine Meile aus Walenwald heraus war. Uralte Artefakte müssen konserviert werden, bevor man sie verkauft. Das weiß doch jeder. Also, hätte ich auch mal fragen können, sagen wir es mal so. Es hört sich jetzt böse an, aber ich sag mal, Jurak da ist ein Hinterwäldler. Was weiß er denn schon? Ihr habt recht. Das ist schließlich nicht Sommersend. Wenn diese ganze Sache mit dem Krieg vorbei ist, sollten diese Wilden dringend ein, zwei wichtige Dinge lernen. Ja, du kannst es ihnen gerne beibringen. Was haben wir hier? Nein, nicht klauen. Glaubt nichts, was dieser Betrüger sagt. Seht, was sein Abfall mit meinem Bruder gemacht hat. Er ist nicht sicher. Was ist geschehen? Ich habe einen magischen Stein gekauft. Den habe ich Elebor in die Tasche gesteckt, um mich dafür zu rächen, dass er mein Bettzeug mit Giftefeu eingerieben hatte. Nicht eine Minute später wird er von einem Blitz aus heiterem Himmel getroffen. Schaut ihn euch an. Er hat Glück, noch am Leben zu sein. Naja, aber was sollte der Stein bewirken? Weil er meint ja, ne, es ist aus Rache. Kann ich den Stein sehen? Sicher, er ist in meinem Bündel. Ich hole ihn. Der ist nicht wirklich so dumm jetzt, oder? Bruder, nein! Sieht harmlos aus, nicht wahr? Wartet, was klingelt da? Eure Ohren nehme ich an. Oder euer Gehirn, weil das war vorabsehbar. Absehbar. Okay, ich glaube, da haben wir dann nichts mehr weiter zu sagen. Geht es euch gut? Sie sind weg. Welche Kräfte ihr haben müsst. Jetzt könnt ihr mir den Eingang zeigen. Gut. Zeit zum Packen. Bin schon unterwegs, ja? Was? Ihr erwartet, dass ich es euch jetzt zeige? Wir hatten eine Abmachung. Nicht wirklich. Jurak Dar sagte vielleicht. Ja? Nein? So ein großes Missverständnis wegen so einem bisschen Nippes. Es war doch nur ein Stein. Wie hätte ich denn ahnen sollen, was er anrichtet? Das meiste, was sie mir gegeben hat, war harmlos. Ich kann euch nicht helfen, wenn ihr mir nicht alles erzählt. In den Ruinen, Belarata. Es gibt da einen Geist, ja? Sie glaubt, ich wäre ihr Geliebter. Also schenkt sie mir Dinge, Kleidung, Schmuckstücke, Dinge, die ihm gehört haben. Das meiste ist harmlos, alt, aber gefährlich niemals. Naja, größtenteils. Größtenteils? Was meint ihr? Trinkt nie aus einer unbeschrifteten Flasche. Erst recht nicht, wenn sie seit der ersten Ära weggeschlossen ist. Mit einem dädrischen Wächter, der in ihrem Inhalt schmort. Aber ich bin Rigurd, der Ungestüme, sagte er. Und ich vertrage alles. Ich habe versucht, den Mann zu warnen. Ich hoffe wirklich, dass sein Bart nachgewachsen ist. Ach du Scheiße. Zeigt mir den Weg hinein. Na schön. Jurak Dar wird ihn euch zeigen. Kommt, folgt mir. Na komm. Ich weiß zwar, wo ich lang muss, aber... Das habe ich in Himmelsrand am Grunde eines Sees gefunden. Ein Schwert mit einem eingravierten Gedicht. Und dem Namen Belarata. Es hat so lange gedauert, bevor ich Belarata gefunden habe. Gut, lasst uns verbunden über die Jahre unser Schicksal war. Einer liebsten Kuss? Keiner. Aus seligem Schlaf unsere Herzen erwachend schauen. Wo Schlachten brechen und laut weinen. Auf in den Krieg, die Trennung sie einander verwehrt. Verzaubert von seinem Liebling das Schwert. Das Band der Liebenden immer da, bleiben füreinander im Herzen erreichbar. Zu süß, selbst für mich. Aber was soll man tun?
Kommt, sie wartet. Einen Moment, wir sollten reden. Okay. Bevor wir weitergehen, gibt es etwas, das ihr wissen solltet. Fahrt fort. Letztes Mal ist Jurak Dar nur um Schwanzspitzenbreite wieder von hier entwischt. Der Geist will, dass ihr Liebster für immer hier bleibt. Aber es gibt eine Barriere darin. Dahinter liegen die Schätze der Aileiden. Seit Jahrhunderten verschlossen. Nicht so ein Tand wie der, den ich verkauft habe. Wie können wir durch diese Barriere gelangen? Das Gedicht auf dem Schwert öffnet die Ruinen, ja? Rund um die Ruinen finden sich mehr Kritzeleien. Poesie. Spricht man sie in zufälliger Reihenfolge aus, bewirken sie nichts. Aber wenn man wüsste, wie sie zusammengehören... Was spielt das für eine Rolle? Wir könnten die Ruine öffnen und uns die Beute teilen. Wir gehen getrennt hinein als Arme, aber wir werden gemeinsam herauskommen, reich wie Könige. Werdet ihr mir also helfen? Kann ich das alles fragen? Was ist mit der Magiergilde? Sie wollen die Ruinen untersuchen. Sobald wir die Barriere aufheben, können die Forscher die Relikte untersuchen, bevor ich sie verkaufe. Jurak Dar verspricht, nicht zu tricksen. Mhm. Erklärt mir, warum es die Gefahren wert ist. Ich muss gestehen, dass ich das alles nicht nur für euch tue. Bisher konnte ich nur, sagen wir mal, Geschenke von ihr bekommen. Selbst wenn nur eine Handvoll davon so wie der Blitzstein sind, nun, dann könnte das ein lukratives Geschäft sein, ja? Warum sollten wir getrennt eintreten? Sie könnte euch nicht hineinlassen und es gibt immer noch die Barriere. Nein, wir verstecken doch nicht unseren ganzen Zucker im selben Stiefel. Wir gehen getrennt hinein. In Ordnung, ich mache es. Gut, nehmt das Schwert als Zeichen unseres Pakts. Ich will es später zurückhaben. Ich werde sie beschäftigen. Ihr tüftelt an den Gedichten. Und wenn wir herauskommen, dann sind wir beide reich. Ja? Da bin ich noch nicht so von überzeugt. Ich bin zurückgekehrt, mein Schatz. Mein Schatz? Ich kann nicht... Euer Schwert, wo ist... Ihr seid müde. Lasst mich näher kommen. Ihr seid nicht Varondil. Geht zurück. No! Oh, okay. Sie hat es auf jeden Fall jetzt gecheckt. Moment, zweites Stück Pergament. Ich hätte es in einer anderen Reihenfolge nehmen müssen. Drittes Stück. Erstmal alles einsammeln hier. Bevor ich jetzt hier gleich... sonst was mitmachen muss. So. Ein Stück Pergament. Das kommt aber trotzdem alles hier rein. Sucht nach Hinweisen. Können wir das Ganze denn lesen? Moment. Questgegenstände. Stück Pergament. Seit vielen Jahren liege ich schon unter diesen steinernen Mauern auf dieser windgepeitschten Heide. Zehn Jahre warst du fort, mit dem Schwert in der Hand, in weiter Ferne. Das stand aber im ersten seit vielen Jahren. Diese neun Jahre, die wir freudig verbrachten, scheinen nun als Geplänkel ihr zu verachten. Also, zehn Jahre weg, neun Jahre zusammen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas... Seit vielen Jahren... 10 Jahre warst du fort, 9 Jahre zusammen. Ihr seid nicht Elanwe. Trotzdem habt ihr mich herbeigerufen. Wie? Durch vor langer Zeit geschriebene Worte. Nach all dieser Zeit sind sie immer noch hier? Ich hatte erwartet, dass sie schon längst zu Staub zerfallen wären. Wer seid ihr? Ein alter Ritter. Varondil, den Goldenen, nannten sie mich. Ich hatte Ländereien, Titel. Sklaven. Jetzt bleibt nur noch Staub.
Selbst meine Liebste hat mich vergessen. Eure Liebste? Elanve, die Herrin der Au. Sicher singen sie noch von ihr. Ihr Haar so strahlend wie die Sonne. Ihre Haut so blass wie der Mond. 9 Jahre waren wir glücklich vereint. Dann kam der Krieg. Ich ging nach Norden, um den Aufstand niederzuschlagen. Und ich starb dort. Ihr hattet Sklaven erwähnt? Eine Armee von ihnen. Seite an Seite gestellt, würden sie von hier bis nach Nieben reichen. Doch das war unser Untergang. So viele Sklaven. Wir konnten sie nicht im Zaum halten. Nicht alle. Sie töteten sie, bevor sie davonhuschten. Seid ihr mit ihr begraben? Sie führte mich mit Worten des Lichts hierher, aber sie erkannte mich nicht wieder. Als ich zu ihr ging, schuf sie diese Barriere, um mich und die anderen fernzuhalten. Ich bin schon ewig an diesem Ort. Und ich warte. Worauf? Auf eine Befreiung aus diesem Albtraum. Worauf sonst? Elanve erinnert sich nur an das Schwert. Seine Verzauberungen machen sie für alles andere blind. Wenn ich doch nur das Schwert hätte, vielleicht könnte ich... Was würdet ihr damit tun? Ich würde sie mitnehmen. Nach Aetherius. Hin zu dem, was im Jenseits wartet. Hier, nehmt das Schwert. Was? Das Schwert? Gebt es mir! Zu Lebzeiten hätte ich euch mit Kostbarkeiten überhäuft. Doch nun ist alles Staub. Aber ich stehe für immer in eurer Schuld. Es bringt mir ja viel, wenn er ein Geist ist und wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen wird. Nun gut. Mein Kopf! Ich brauche einen Moment. Kein Problem. Elanve, endlich kehre ich zurück. Varondil, ihr wart nur einen Tag fort, aber es fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Ohne euch ist jeder Tag eine Ewigkeit. Ja, stimmt. Aber ihr, wo wart ihr? Das ist eine lange Geschichte. Aber kommt, Aetherius wartet. Ja, für immer zusammen. So, wie es immer sein sollte. Bis bald, meine Freundin. Und habt Dank für alles. Gerne doch. Bevor wir mit ihm reden, werden wir aber mal eben ganz kurz einmal die Runde machen. Weil ich werde wohl nie wieder hier reinkommen, deswegen ist das schon okay. Kann ich euch auch wirklich nur empfehlen, wie gesagt, sofern ihr natürlich genug Platz habt, beziehungsweise ESO Plus habt, also sprich den Handwerksbeutel. Da braucht ihr dann ja keine Gedanken darum zu machen. Oh, ja genau, hier war noch ein Buch. Die Schlacht beim Glenumbra Moor. Mann. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Mache ich jetzt hier nicht. Gut, ist nur eine Seite. So. Das ist alles verdorben, so wie das aussieht. Das will ich auch überhaupt gar nicht ausprobieren. So, weiter geht's. Ah, mein Kopf dankt euch für eure Eile. Als die Barriere fiel, hörte auch das auf, was sie tat. Ich habe den Geistern Frieden geschenkt. Ich bin wirklich froh. Sie war sehr einsam und das schon so lange. Aber genug Schwermut, ja? Auf geht's zur Beute. Ja, wir haben jetzt erstmal ein geladenes, einhändiges Schwert vom Set Donnerkäferpanzer erhalten und sogar einen Fertigkeitspunkt. Wo ist mein Katalog? Ich muss meine Funde dokumentieren. Ich dachte jetzt eigentlich, der schaut sich hier ein bisschen um und denkt sich dann, okay, hier ist eh nicht wirklich viel los. Da brauche ich dann auch nichts mehr zu machen. Na gut, dem ist allerdings nicht so. Das heißt, wir sind ja ein bisschen weiter runtergeschickt worden. Das heißt dann für mich, dass wir uns dann in der nächsten Folge quasi wieder oben an der gleichen Stelle wiedersehen,
wo ich heute die Folge eröffnet habe. Und da muss ich mal schauen, welche von den beiden die eine Folge ist, die ich im Kopf habe. Weil ich denke, dass die nämlich auch ein bisschen länger dauern wird. Und ja, das ist natürlich dann ganz gut, weil wenn wir dann die längere Folge eventuell noch hinten dran hängen, weil wir denken, das ist nicht so lange, dann ist das immer ein bisschen problematisch und führt halt eben zu extremst langen Folgen. Und ja, das wollen wir halt eben nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!